Moin. Nee, ich bin nicht da. Nee. Das haben eben schon deine Freunde versucht, funktioniert nicht. Da ist eine Befreiungsquest. Wenn wir hier sind, können wir die eigentlich schnell machen, gell? Hier geschieht ja überhaupt nichts. Hab gehört, auf der Straße nach Karam soll das schon ganz anders aussehen. Vermutlich wieder. Erinnere ich mich gestern dran. Wäre zu gern dort. Ich würde lieber. Ich mach mal kurz, ich will mal kurz die Karte angucken. Das dunkle Monument. Zerstöre das Gorthau und locke den schwarzen Hauptmänner hervor. Oh Gott. Das klingt irgendwie nach Nazgul. Und da können wir jetzt eigentlich hier Schweig machen. Achso, die Sklaven haben die Leute beleidigt und die werden dafür hingerichtet. Wir sollen ihn nicht ihrem Schicksal überlassen. Jetzt müssen wir Sklaven befreien quasi. Gibt's 125 Meridian dafür hier, Gold. Zeug. Können wir eigentlich schnell probieren. Aber wir können aber kurz die Waffen durchgucken. Verräter Stufe 12. Kein Schmerz. Chance von 15% bei tödlichen Treffern und 5% zur Gesundheit zu regenerieren. Chance von 19% bei kritischen Treffern 5 Munition zu generieren. Munition brauche ich nicht. Grimmig entschlossen. Verteidigung gegen Fernkampf. Klingenmeister. Chance von 40%. Das klingt nicht schlecht. Die Gesundheit vollständig zu regenerieren, wenn die Trefferserie 30 erreicht. Das heißt, in so einem Kampf mit. Aber wie oft kommst du in so einen Kampf, wo du versuchst, ganz viele Orks zu töten? Also wenn dann versuchst du ja wirklich, das aus Entfernung zu machen oder halt, Cells. Ich mach, glaube ich, die rein hier. 15%. Bei tödlichen Treffer 5% Gesundheit zu regenerieren. Ist noch nicht viel. Aber ich denke mal, das wird uns helfen. So, hier auf dem Bogen habe ich noch einen Slot, den habe ich gefunden. Chance von 42% bei tödlichen Kopftreffern 10% zu regenerieren. Das ist meins. Weil ich ja immer Kopftreffer mache mit den Schützen und so. Das klappt ja auch meistens. Und vielleicht haben wir Glück, dass wir da ein bisschen Gesundheit regenerieren. Das klingt gut. Nochmal eins weiter. Ne, da habe ich nur die 4. Die habe ich drin, die 4. Gut, Verbesserung. Was haben wir da? 2 Punkte. Ah, jetzt haben wir hier was weiter runter aufgeschaltet. Das ist gut. Sofortiger Todesstoß verringert die benötigte Zeit um einen Bodenhinrichtung. Oh, das ist gut. Das nehme ich sofort. Weil das dauert ewig, bis er diese Bodenhinrichtung macht. Übersprungen und dann betäuben. Überspringen tue ich auch ganz oft, das nehme ich auch mit. Und dann sind die Punkte schon wieder alle. So, und dann haben wir noch, das haben wir nicht. Aber irgendwo gab es noch was zum Verkaufen, ne? Ach da. Ja. 1050 kostet die nächste Verbesserung. Hier können wir, aber wir können uns die Elbengeschosse mal kaufen, aber mehr Geschosse, das ist glaube ich gar nicht schlecht. Und hier ist da erhöht den Fokuswert. Das mache ich jetzt auch mal. Weil dann kannst du länger halten, den Bogen. Hier ist noch ein Dolch, habe ich nicht genug Runen, das ist egal. Und hier nehmen wir nochmal die Dings. Und jetzt brauchen wir wieder Geld. Okay, haben wir uns wieder ein bisschen ausgerüstet. So, dann würde ich sagen, probieren wir die Quest Schweig und dann gehen wir auf die Hauptquest. Für jede Beleidigung, ob wahrhaftig oder bloß eingebildet, werden die Sklaven von ihren brutalen Zuchtmeistern hingerichtet. Rettet sie vor diesem ungerechten Schicksal. Belohnung plus 125 M. Mithril, Meridian, ich weiß es nicht. Ich habe es vergessen, wie das heißt, die Währung bei denen. Hoffentlich haben wir keine Zeit. Zeit ist immer scheiße. Rettet die Sklaven. 3. Okay. Vielleicht kriegen wir das sogar Stealth hin, ne? Achso, anlocken. Achso, Uruks töten wir anlocken. Also anlocken, nicht anlocken. Dann sollen die nicht aufschalten, sondern wir sollen die anlocken. Wenn ich den Orks nur entkommen könnte, könnte ich über die Berge in die Freiheit gelangen. Das bezweifle ich. Ja, ins Auenland. Diese Berge wimmeln nur so von Grauks. Die verputzen dich zum Frühstück. Das kannst du mir glauben. Ja. Mordor ist natürlich ein hartes Pflaster, gell, für. Ich muss.
muss den Hauptmann überzeugen, mich dauerhaft in der Urukhöhle zu stationieren. Da gibt's viel mehr Weichhäute zum Foltern. Weichhäute zum Foltern. Ja, was stimmt hier mit meiner Steuerung nicht? Nie ist Grog hier. Hab gehört über... Moment! Ich rieche etwas. Oh, das gezählt. Wie zählen diese Orks ihre Grogs? Die Dinger sind Türme von kaum zu bändigender Raserei. Sie sind alles andere als zahm. Vermutlich hast du recht. Die meiste Zeit sind sie gegenüber ihren Führern genauso gefährlich wie gegenüber allen anderen. Kann ich keinen anlocken von denen? 1,8 Pfeile. Wo den mal anlocken? Das hört sich nicht gut an. Da drüben hat sich etwas bewegt. Asnagul. Komm mal her, Junge. Günther. Ich kann tote Menschen sehen. So. Abgeschlossen, das ist gut. Und jetzt müssen wir die drei ja natürlich noch befreien. Und dann haben wir es geschafft. Wenn wir das Stealth machen, ohne dass wir groß gesehen werden, dann sind wir da schnell durch. Die stehen am Feuer, die könnte ich eigentlich einfach wegsnacken mit Feuer. Hast du das gehört? Bisschen Ablenkung ist nie verkehrt. Hallo, du da! Komm her! Ich stehe in deiner Schuld. Ja, natürlich. Steht alle in meiner Schuld, aber am Ende habe ich eine riesengroße Sklavenarmee. Jetzt ich mal. Hoffe ich. Die können mir dann alle die Zehennägel schneiden. Wenn ich dir die Zunge rausschneide, redet sie dann noch weiter? Ja. Asnagul. Das ist ein Grogfässchen zum Vergiften. Wir sind frei! Oh, brüll doch nicht so rum, da kommt ein Ork, Mann. So ein Idiot, ey. Ich glaube, da hat sich etwas bewegt. Ja, ich glaube es auch. Mal lieber her. Die sind zum Glück nicht so richtig schlau. Aber ich kann den Grog hier nicht vergiften. Warum nicht? Sicher gemein. Ich wäre letztens fast in Flammen aufgegangen. Hättest du mal weniger Grog getrunken. Und aufgepasst, wohin du warst. Es war nicht der Grog. Es war... Waldläufer, bitte! Komm schnell! Ja, ja, ist doch gut. So, dann haben wir es abgeschlossen. 400 XP, Erfolg, Schweig, 125 Gold und nochmal 50 Gold extra. Für die Tür. Ich weiß, es war dumm, diesen Uruk zu beleidigen. Doch ich würde es nochmal tun, nur um dich kämpfen zu sehen. Oh. Danke, danke für die Blumen. Was war das? Nix. So, da ist die Kaveste abgeschlossen. Warte mal, da unten ist noch was zum Sammeln, das können wir eigentlich mal mitnehmen. Oh shit, wollte ich eigentlich jetzt nicht so. Muss unter uns sein, das Ding. Wollen die alle hin? Sehr gut. Er war groß wie ein Haus und ließ nichts als versenkte Erde zurück. War das nicht der Tag, als du das faulige Wasser getrunken hast? So, das nehmen wir mit. Brandeisen. Das ist wieder eine Geschichte zum Hören, das ist wie bei Tomb Raider. Das finde ich gut gemacht. So. Kann ich mal schnell dampfen. Also gut. Ihr seid jetzt nicht mehr so mutig, was? Haltet sie fest, Leute. Nimm deine dreckigen Finger von mir.
Es ist doch ganz einfach. Schlage auf die anderen schneller und härter ein, als sie auf dich. Aber wenigstens hast du es versucht. Versuch's nächstes Mal doch einfach richtig. Das wird wehtun, sehr sogar. Aber so lernst du, wer hier das Kommando hat. Nein, nicht der alte Brenner! Alles nur nicht der alte Brenner! Okay. Wurde hier foltert, scheinbar. So, und dann gibt's noch ein Wandbild an der Pfeile. Diese Uruks haben ein verdrehtes Verständnis von Gerechtigkeit. Das ist keine Gerechtigkeit. Das ist das stetige Ausmerzen der Schwachen zugunsten der Starken. Wer weiß. So, den habe ich jetzt nur getötet, weil ich es kann. Dann gehen wir kurz hier rein. Und dann ist das Wandbild hier drin. Ein Grauke ist ausgebrochen. Ja. Und nun soll ihn jemand einfangen. Ich mache das mit. Nanichia, so, das Gelaie Mordor. Nanichia. Ich finde die Sprache so cool von den Elben. Oder weiß nicht, ob das schwarze Sprache ist, die gesprochen wird. Wenn ich genau so. Aber in der Festung scheint noch eins zu sein. Ich muss kurz auf die Map gucken. Hier ist es. Das soll ich noch kurz holen, dann haben wir das abgeschlossen. Dann ist die Festung fertig. Mehr oder weniger. Keine Ahnung, ob das hier alles nachspawnt oder wie oder was, wie das läuft, das weiß ich nicht. Ja. Wir brauchen eine Menge mehr Rohstoffe, als wir kriegen können. Müssen die Kriegsmaschinerie am Laufen halten. Es wird uns leichter fallen, wenn die Sklaven Turm nicht so faul wären. Würden wir Uruk statt Bleichhäuter einsetzen, bräuchten wir nur halb so viele Arbeiter. Dieses faule Pack. Was war das für ein Geräusch? Ich weiß, er hat Informationen, aber scheiß drauf jetzt. Wenn wir Informationen wollen, dann können wir uns die extra suchen, würde ich sagen. Unser Häuptling hat es mit roher Gewalt an die Spitze geschafft. Wir müssen ja die Häuptlinge noch freischalten und alles. Also brauchen wir noch mehr Informationen, aber wenn ich jetzt bei jedem Informationen sammle, dann kommen wir auch nicht voran. So, da ist das Wandbild. Eines Tages wird der dunkle Herrscher auf mich herabblicken und ich werde befördert, ja. Narnil. Kein Ton diesmal. Schon ganz gut aus, das Bild, ne? Wir haben 14 von 32. Bereit sein, seine Feinde zu zerschmettern! So, und jetzt verpissen wir uns von hier. Hier ist die Festung abgeschlossen, also vom Sammeln her zumindest. So, dann würde ich sagen, lass uns eine Schnellreise benutzen. Weil du verwickelst dich ja eh nur in Kämpfe im Endeffekt hier. Und zwar hier oben in Richtung Hauptquest würde ich jetzt... Ja, können wir machen. Hier zum Türmchen. Reiß mal kurz zum Türmchen. So, da würde ich sagen, bevor wir die Hauptquest jetzt angehen, würde ich mir ganz kurz einen frischen Kaffee holen. Und ihr könnt auch mal eine kurze Pinkelpause machen. Und dann sehen wir uns sofort wieder hier bei Shadow of Mordor in ungefähr 4-5 Minuten. Für die Twitch-Leute, für die YouTube-Leute, je nachdem, wie ich es geschnitten habe in der nächsten Folge. Oder vielleicht auch sofort, je nachdem. Alles klar. Gut, würde ich sagen, mache ich ganz kurz AFK-Screen rein. Und wir sehen uns in ungefähr 3-4 Minuten wieder.